Was geht ab, mein Ozi-Fighter? Osaru hier und letzte Trainingssession. Die hauen wir am Anfang dieses Parts raus. Und dann ist das Ding, ja, Gott sei Dank, mal haben wir das Ding hinter uns gebracht. Und dann geht's mit der Story hoffentlich weiter, ja. Ja, im letzten Part war halt reine Katastrophe. Bei euch ist wahrscheinlich ein Tag Unterschied, vielleicht auch nicht, aber bei mir ist halt direkt da hintereinander. Und die Nerven liegen blanko, deswegen, ich will einfach Abwechslung jetzt. Ich habe Bock mehr, das ist das letzte Training, was es mir jetzt gibt. Bei mir ist ja hintereinander legit. Und dann gucken wir mal, wie das verläuft. Wenn wir das direkt gewinnen können, umso besser. Wenn nicht, umso schlechter. Aber wir schauen einfach mal. Guck mal, was ist das? Raus mit dem. Wie witzig das ist. Oh, oh, oh. Deine Jeans. Ah, ich wollte gar nicht Sabo. Naja, was soll's, ganz gut. Philipp hat den Fehlzahl. Oh, der wird. Sir, wenn's ausgerutscht. Oh, dann merkt ihr schon, ja, die Nerven liegen blanko. Wie oft ich trainieren musste hier. Der Penner, ja, der Penner, das kann man doch verkraften. So, raus mit dir, du Penner. So, jetzt aber weg mit diesen Trainingssessions. Und jetzt hoffe ich mal, dass ein bisschen die Story vorangeht. Let's go, was ist da los, Hammer? Jump for Serenium. Besteht es, gibt es noch Story bei Ihnen? Oder ist Story jetzt not available, ATM? Was ist da los? Naja. Sehen wir gleich, was da los ist. Aber jetzt, ja, das, die ganzen Trainingssessions sind zum Glück zu Ende. Das waren viel zu viele hintereinander, um jetzt zu sein. Das ist auch nicht so gut gemacht. Aber jetzt komm. Wir sind jetzt seit einer Stunde hier an dieser Missionskrise. Wo ist Ruffy? Das hört sich schon mal sehr. Das hört sich schon viel besser an. Let's go. Wenn du mir noch eine Sequenz hast, dass mich kurz 5 Minuten zurücklehnen könnte, umso geiler Game. Ja. Oh, Hancock. Wow, schon viel besser. Ich hoffe, dass es Ruffy gut geht. Was denkst du, Saeba? Da bin ich überfragt. Das Essen ist fertig. Das heutige Menü ist etwas ganz Besonderes, da ich mir keine Gedanken über einen gewissen Vielfraßsack machen muss. Ich freue mich schon. Oh my Ruffy. Das freut mich, Schnucki. Immerhin habe ich es nur für dich gemacht. Schnucki, wie kannst du es wagen? Wenn du keiner von Ruffys Mannschaft wärst, würde ich dich an meinen Schlangen verfüttern. HDF, komm ran. Sanji, Frau Hancock. Also, das kann ich nicht glauben. Wie, wo ist das Problem, Deku? Wie kann euch Ruffy so gleichgültig sein, lol? Natürlich ist er das nicht, aber es braucht mehr, um ihn zu erledigen. Idee. Ach was, den haut so ständig zum. Aber, ey, do. Komm schon, Deku, ist auf. Die beiden vertrauen auf Ruffy vollkommen. Der will seinen Nacken brechen. Brech auf. Nur weil sie es so aufführen, bedeutet das nicht, dass sie sich keine Sorgen machen würden. Zumindest glaube ich das. Yes, safe. Oh. Ein Notfall. Oh. Oh, Hancock, Amore. Jetzt geht's mir schon viel besser, hey. Sowas will ich sehen. Boah, Hancock. Die nette Dame, Boah, Hancock. Alright. Sanji, wieder sehr schön zu sehen, dass er ganz der Alte ist, mein Boy. Unser Gentleman Sanji. Umso geil, dass ich mit ihm jetzt auf Mission gehen kann. Und mit der netten Dame Hancock. Dem Licht nach sollte das hier richtig Ort sein. Okay, schauen wir mal. Oh, Sharingan, Luffy. Okay. Luffy. Nein, halt, das ist eine Kopie. Oh, jetzt geht's ab. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, wie es aussieht. Ey, was geht ab? Wir trainieren die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Story gibt es keine. Außer sowas wie das. Oh, geil. Achso. Oh, nur Sanji und Bo Hancock. Oh, okay. Oh, ins Gesicht?
Ich hab den gepackt eigentlich. Mal, wie viel Schaden der macht. Wieder den Pack. Oh nein. Oh oh. Oh fuck. Ja, die Nerven liegen blanko, wie gesagt. Oh Mann. Das fällt mir zu, Attacken auf einmal. Aber es sieht alles clean aus. Wenn er eine Kombo dann trifft, bin ich weg. Das ist. Ich versteh's auch nicht, Mann. Eine Kombo. Eine Kombo. Wenig Schaden, ey. Es ist doch lächerlich. Das Spiel ist manchmal, es trollt manchmal ganz, ich verstehe das nicht. Was soll das? Ja, so lang trainiert, trotzdem kriege ich so viel Schaden. So in den Part davor und zuvor, das ist. Keine Ahnung, ich weiß, wenn ich. Guck mal, eine Sache jetzt, okay? Ich könnte auch außerhalb von der Storyline trainieren mit den zusätzlichen Missionen, tralala. Mach ich aber nicht. Weil ich habe gesagt, okay, es sollte dazugehören, dass man in der Story trainiert. Oder dass die Charaktere mit der Story, von der Story her an sich gut leveln, finde ich. Okay, jetzt hatten wir, hatten sehr viele Trainingssessions durch die Story. Es war im Endeffekt langweilig, aber hätte es sich zum Schluss rentiert, dann, okay, dann nimmt man das hin. Wo hat sich das bitte rentiert? Ich habe gerade 5 oder 6 Mal erneut kämpfen müssen. Der macht eine Combo und mein Leben ist weg mit einer Combo. Was ist das? Das stimmt doch was. Links, da stimmt doch was nicht. Und warum? Schieb doch meinen Charakter da rein. Der ist L40. Der. Warum darf ich meinen Charakter nicht mitnehmen? Ah! Ich weiß gar nicht, was zu dem Game sagen soll, um ehrlich zu sein. Also, sowas kommt vor. In Games kommt sowas vor. Ist im Endeffekt auch ein Spiel, ja. Sollte schon eine angemessene Schwierigkeit haben und so, tralala. Aber wenn es zu monoton und eintönig wird, dann ist es. Dann macht's. Es macht gerade keinen Spaß, um ehrlich zu sein. Da bin ich schon ehrlich. Ich will einfach nur die Story sehen. Deswegen klicke ich auch komplett durch. So, was ist da los? Legit eine Stunde trainieren müssen und nur kämpfen müssen. Jetzt bring mir mal was. Gib mir mal ein bisschen Entertainment. Kann so nicht sein.
Sag mal, Kenny, Galena, den anderen, der ohne Nase, was ist mit denen? Ich will wissen, was mit denen ist. Und nicht 24/7 trainieren hier oder gegen andere kämpfen. Involvier halt dieses Trainieren mit in die Story rein. Indem ich gegen andere kämpfe, gegen die Galena oder sowas. Jetzt, warum klatschen die 30 auf einmal? Keine Ahnung, ich habe nicht mitgelesen, aber... Oh my god. Ja, komisch gerade, ohne Spaß, gerade wirklich komisch. Komisch, was hier gerade abgeht, Freunde. Naja, wir halten einfach mal drauf, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Oh, das habe ich nicht gemerkt mit draufhalten. Sorry. Schon viel geiler, guck mal, so macht's mehr Spaß. Oh. Okay. Das ist zum Beispiel ein aussichtlicher Kampf gewesen. Das fand ich cool. Alles schön und gut. Das war nicht nur Schützen, nicht nur Spam oder so. Das ist ein aussichtlicher Kampf. Wieso sind nicht alle Kämpfe so? Ah, oh, diese Trainingseinheiten, die tun mir immer noch in meiner Brust weh, um ehrlich zu sein. Und ich will jetzt Story. Nicht so, dass auf einmal die trainieren müssen zusammen 3 gegen 3. Was ist das? Ich will die Story sehen. Gib mir wieder Cutscenes. Dafür bin ich da. Was ist da los? Ja, habt ihr zusammen trainiert? Let's go, zurück zur Basis. Jetzt gibt's ja auch noch diese blauen Missionen. Die waren ja auch mehr oder weniger so Trainingsmissionen. Das ist schon heftig, dass man 2 Parts nur fürs Trainieren verschwenden muss. Das sind im Endeffekt 40, 50 Minuten hier. 40, 50 Minuten, die langweilig sind, um ehrlich zu sein. Okay, wegtreten. Weg mit euch. Oh mein Gott. Zack, raus, aber schnell. Aber was geht jetzt? Ja, schon interessant, ey. Ganz ehrlich, danke. Endlich, danke! Nach einer Stunde! キューブの強いエネルギー反応で明らかになった。おそらくカインたちが企てている計画に必要なコズミックキューブが集まり、もはや隠す意味もなくなったのだろう。つまり、カインの計画は最終段階に来ているということだ。悟空、ルフィ、ナルトの行方はまだつかめていないが、
Wieso ging es nicht gleich so weiter, ganz ehrlich? New York City! Wieso ging es nicht gleich so weiter? Ich flehe euch an. Please, say Dios. Oh, was? Direkt zum Direktor? Ja, danke, so soll es weitergehen. Direkt zack, 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 sorry. Als ob es unser letzter Kampf ist. Sag nicht, dass wir im Finale sind, das kann nicht sein. Was? Warte mal, das kann nicht sein. Hä? Nee, das, der weiß ja selber nicht, wann es endet, der Direktor. Der denkt, das ist der finale Kampf, aber ich glaube nicht, dass es der ist. Let's go. Nee, ganz sicher nicht, ne? Komm ran. Wieso Hisoka? Ja, komm. Bin ich mir sicher, das ganze Training hat sich nicht gelohnt. Die werden trotzdem übel viel Schaden machen. Bin mir sowas von sicher. Oh, jawohl, Zoro, bitte. Komm her, bitte. Und City Hunter. Das sind meine zwei Charaktere mit mir selbst. Fertig. Zoro rein, wenn die sich schützen. R2-3. Fertig. Ganz ehrlich, fertig. Ryo mit der Hilfe reinholen. Pff, easy. Hoffentlich. Passt, ist es jetzt easy. Aber der letzte Kampf ist nicht, ganz ja nicht. So. Das ist sehr gut. Mach das weiter, was du sogar. Card Game Oskite. Oshimai da. Nashi. Magaseru. Ariki, omon. I love it. Shishisousun. Ore ni kare. Yatte. Misete ageru. Ore ni kare. Sore. Oh shit. Ah, Zorro, du bist mein Mann, Digga, ganz ehrlich. Oh! Mir egal, ich kämpfe so, ganz ehrlich. Nein. Nein. Oh mein Gott, gerade noch gerettet, ey. Was? Habt ihr das gesehen? Wieso hat er ihn nicht gepackt? Habt ihr das gesehen? Hä? Okay, egal, wir haben gewonnen, Gott sei Dank. Jetzt, was habt ihr zu sagen, ihr Bösewichte in New York City?
Das war nämlich nicht der Endkampf, ganz sicher nicht. Aber oh mein Gott, wieder Hände zittern bei sowas. Und Hände schwitzen auch bei sowas. Keiner weiß. Aber jetzt bin ich gespannt. Auf sowas bin ich gespannt. Ganz ehrlich, gib mir was von der Story. Nicht die ganze Zeit 8 Jahre trainieren. Dass da nichts passiert, so. Keine Ahnung. Jetzt. このまま終わらせるのは惜しいね。トグロさん、どこに行くんです？マックから、パワーをぶつけられる敵に。え、いや、もう、ちょっと、ダップ、どうすんの？フシ、だ、スピード。サンセイ。ここで、え、ビッツヘッド。お、いや、もう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 、も
Warum ist sowas? Warum bekommt sowas Unnötiges so viel Aufmerksamkeit? Das ist einfach, ich kämpfe gegen Venoms. Warum? Warum muss man sich da so schwer tun? Warum muss man. Oh, ey, das ist unglaublich. Der Kampf gegen Freezer war viel einfacher. Wieso muss ich auf alles Gottverdammt nochmal achten, schützen, dass ich richtig das mache? Was ist es? Was ist es? Wieso muss ich so Schiss davor haben, dass ich eine Combo fresse? Weil es so viel Schaden macht. Warum? Es ist legit so, als würde ich Level 1 gegen Level 99 spielen. So fühlt sich an eigentlich, um ehrlich zu sein. Gegen Venoms. Gegen Venoms. Die nichts zu sagen haben. Immer. Ich verstehe es nicht, ganz ehrlich, was soll das? Leute. Oh nein, 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 nein. Warum schreit sie so? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Manche Kämpfe sind echt komisch, ich verstehe das nicht. Jedenfalls. Ich weiß halt gerade auch nicht, ob es am Stück die ganze Zeit weitergeht oder nicht, weil. Oder ob wir kurz eine Verschnaufpause haben, damit wir den Part beenden können, damit das nicht allzu lange geht. Ich guck mal ganz kurz, was jetzt danach abgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit der Story ein wenig weitergeht, also jetzt danach direkt. Aber schauen wir mal, was gleich abgeht, wie gesagt. Genau, die Venoms hat mir jetzt besiegt. Oh, cool. Olle. Und? Weitere oder was? Oh je. Kraft dich, Piccolo, Mann. Was ist da los? Natürlich, ich mach's. Ich bin auch der Carry. Was geht jetzt? Ah, die sind wieder weg jetzt. Ah, okay. Olle! Orele! Wie cool! 3人で踏ん張ってもうちょっとで切り抜けられそうだったんだけどよ。カインが持ってた黒い本の力でジャンプ世界に飛ばされちまったんだ。苦労したようだな。だが、助かった。すげえ。ちょっと見ねえうちにずいぶんたくましくなったんじゃねえか。Danke, ich habe auf ihn trainiert, eine Stunde.
Also Freunde, das ist doch ein schöner Abschluss und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dann. Peace! When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.